Patrick, du bist ebenso wie John Degenkolb von HTC Highroad hierher gewechselt zum Project One-T4i. Welche Rolle wirst du denn im Team spielen in der kommenden Saison? Ja, ich denke, dass ich auf der einen Seite natürlich weiter nach mir schaue und versuche, mein Potenzial in kleineren bis mittelschweren Rundfahrten zu verbessern. Ebenso in den Zeitfahren und dann natürlich auch Marcel oder John in den Sprints zu unterstützen. Deine Ziele für diese Saison, wie sieht es aus? Ja, ist ganz klar die Teilnahme an der Tour de France, damit verbunden natürlich die Zeitfahren da, der Prolog. Ist die letzte Chance für mich, das weiße Trikot zu holen, was ja einer meiner großen Ziele ist. Und ja, dann natürlich am Ende der Saison die Weltmeisterschaft, ganz klar. Und dann müsste ich natürlich auch um die Vergabe der Olympiastartplätze im Zeitfahren noch ein Wörtchen mitsprechen. HTC Highroad hatte hervorragendes Zeitfahrmaterial, war eines der besten Zeitfahrteams, hatte die besten Zeitfahrspezialisten im Team. Wie fällt denn da so eine erste Zwischenbilanz aus, was dein neues Team anbelangt? Ja, das war sicherlich auch einer der Gründe, warum ich mich für dieses Team entschieden habe. Ich denke, Team One-T4i verfolgt ungefähr die gleichen Interessen wie das Team HTC. Wir haben mit den Feldrädern eines der besten Zeitfahrräder auf dem Markt. Wir haben weiterhin die Shimano-Gruppe, was auch sehr wichtig ist, gerade in Prologen. Und ja, ich habe letzten Dezember Windtunneltests in San Diego gemacht, habe da nochmal an meiner Position gearbeitet. Von daher war es für mich auch wichtig, wieder ein Team zu finden, das halt ungefähr die gleichen Bestreben hat wie Team HTC. Also ich denke, wir stehen Team HTC in Sachen Material nichts nach. Wie beurteilst du denn deine Chancen im Duell mit Fahrern wie Toni Martin, Fabian Cancellara, also mit den besten Zeitfahrern der Welt? Ja, ich meine, ich habe letztes Jahr beim Giro etwas Pech gehabt im letzten Zeitfahren. Ich war sehr, sehr gut unterwegs und hatte dann leider schon nach 3 Kilometern defekt, musste dann das Hinterrad wechseln im Zeitfahrrad und jeder, der sich damit auskennt, wie ein Hinterrad am Zeitfahrrad gewechselt werden muss, der weiß, dass es einiges an Zeit in Anspruch nimmt und ich bin am Ende trotzdem noch Achter geworden. Also ich denke, das wäre womöglich mein großer Durchbruch gewesen, aber hätte wenn und aber. Ich habe trotzdem Ster Electro und im Prolog in Turf Colorado deutlich nachgewiesen, dass ich zu einem der besten Zeitfahrer auf der Welt zu zählen bin. Und ja, gegen Fahrer wie Toni Martin, das sind natürlich die Weltbesten. Toni ist aktuell Zeitfahrweltmeister und ja, da möchte ich natürlich anschließen und hoffe, dass ich irgendwann genauso mich zu der Reihe zählen kann. Und vor 2 Jahren hätte niemand gedacht, dass jemand an Fabian Cancellara vorbeifährt und Toni hat das genauso geschafft. Und warum soll ich das nicht schaffen? Wird auch immer wieder der Mannschaftsgeist beschworen, die gute Stimmung im Team. Kannst du das bestätigen? Erlebst du das auch so in deinen ersten Wochen hier mit dem Team? Ja, das auf jeden Fall. Also es ist halt einfach, ich denke, das ist auch etwas, es kommt zum einen von der Teamleitung, es ist ein ganz anderes Umgehen miteinander. Also es sind halt auch noch viele Jüngere. Mit dem Trainer verstehe ich mich super. Also es ist eigentlich auch mittlerweile nach der kurzen Zeit schon fast wirklich ein Freund, mit dem man halt auch über private Dinge sprechen kann. Das ist sehr wichtig. Und dann sind halt auch viele deutsche Fahrer. Man kennt sich halt einfach aus der U23-Zeit, war da schon gemeinsam in Trainingslagern. Und das spricht halt vieles dafür, dass es halt einfach vom Teamgeist her funktioniert. Und wir haben so viel Spaß. Und ich denke, das ist halt auch einfach noch ganz wichtig. Das heißt, dass die Fahrer hier wann immer sie trainieren wollen, zur Teambasis hier fahren können. Da kannst du denn schon vorstellen, auch öfter im Jahr hier zu sein? Ja, das auf jeden Fall. Es ist super, dass so eine Teambasis geschaffen wurde, dass man immer weiß, man hat eine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen, dem schlechten Wetter bei uns in Deutschland irgendwo auszuweichen. Und ich meine, es ist natürlich immer schöner, wenn man zu Hause ist, aber wie gesagt, wenn die Wetterbedingungen halt nicht optimal sind, dann muss man halt einfach nach Alternativen suchen. Und hier wurde eine perfekte Alternative geschaffen und da sind wir natürlich sehr froh drüber.